Wenn ihr euch schon mal überlegt habt, einen Camper auszubauen, dann könnte die Checkliste, die jetzt kommt, hilfreich sein für euch vielleicht. Es geht um das Konzept, die Voraussetzungen und das perfekte Basisfahrzeug für euer Do-It-Yourself-Projekt. Bevor ihr überhaupt daran denkt, einen Hammer in die Hand zu nehmen, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, euch ein Konzept für einen Ausbau zu machen. Dabei kann ich euch zum Beispiel sagen, wäre eine sehr, sehr wichtige Frage, wohin soll die Reise gehen? Möchtet ihr ein Sabbatical nehmen und damit um die Welt reisen oder möchtet ihr einfach nur hin und wieder am Wochenende mal in den See fahren? Am Ende kommen nämlich zwei komplett unterschiedliche Camper raus, denn wenn ihr zum Beispiel gerne am Campingplatz steht, dann ist euch vielleicht ein gemütlicheres Bett viel wichtiger als jetzt eine Küche im Fahrzeug. Auf der anderen Seite seid ihr autark unterwegs auf einem Roadtrip. Da braucht ihr vielleicht doch auch eine Außendusche, die euch das ermöglicht, unabhängig von einer Infrastruktur euer Leben oder Vanlife zu führen. Am Ende des Tages ist natürlich auch ganz wichtig zu fragen, seid ihr in Europa unterwegs? Seid ihr vielleicht in Richtung Kaukasus unterwegs, wo die Straßen dann nicht mehr so befestigt sind wie bei uns? Und vielleicht kommt für euch dann ein 4x4-Fahrzeug in Frage. Das sind natürlich alles Punkte, die dann nicht nur den gesamten Ausbau beeinflussen, sondern auch vor allem ins Budget gehen. Denn so ein 4x4-Fahrzeug kostet natürlich gleich ein klein wenig mehr als ein normales Zweirad-Antriebfahrzeug. Ja, und wenn wir dann bei Budget sind, ist natürlich eine Möglichkeit, ist, dass ihr euch ein Neufahrzeug zulegt. Da habt ihr natürlich die Qual der Wahl, was die Außenfarbe betrifft, was die Ausstattung betrifft. Ihr könnt eins ohne Trennwand konfigurieren, einen Transporter mit zwei Sitzen statt der Doppelsitzbank. Natürlich geht das ins Portemonnaie. Auf der anderen Seite hat das gebrauchte Fahrzeug natürlich den Vorteil, dass es etwas günstiger ist. Aber ihr müsst einfach bedenken, dass auch hin und wieder da etwas am Rost gemacht werden muss. Damit braucht ihr vielleicht irgendwie neue Bremsen oder sonstiges. Und da muss man ein Plus, Minus und ein Pro-Kontra sich einfach abwägen, was man möchte und was man einfach braucht. Letztendlich ist auch eine sehr wichtige Frage, an die man vielleicht nicht sofort denkt, ist, zu wie vielen Personen seid ihr oder bist du unterwegs? Wenn du alleine unterwegs bist und das auch planst, dass du in längere Zeit alleine unterwegs bist, dann würde ich auch auf dein Bedürfnis dann den Camper auslegen. Bist du zu zweit oder bist du in der Zukunft vielleicht zu zweit? Seid ihr vielleicht eine kleine Familie mit Hund? Dann ist vielleicht ein Minicamper im Caddy-Format dann nicht mehr die richtige Wahl. Und der Camper soll ja auch für euch für längere Zeit Freude bereiten und somit ist halt vorher denken besser, als sich später Sorgen zu machen. Last but not least, wie macht man da so ein Konzept? Meine Empfehlung ist, schreibt euch ein Lastenheft, ganz normal wie so einem technischen Projekt. In diesem Lastenheft stehen alle eure spezifischen Anforderungen zu den einzelnen Punkten und da könnt ihr euch fragen, ist das alles? Fehlt noch etwas? Kann ich das überhaupt alles erfüllen, das, was ich mir da aufgeschrieben habe? Und die wichtigste Frage, glaubt mir, ist, worauf kann ich verzichten? Denn gerade im Camper-Ausbau im Zusammenhang mit Budget und Machbarkeit ist die Frage oder ist die Antwort manchmal, weniger ist mehr. Was braucht man alles, um einen Camper auszubauen? Ja, auf jeden Fall braucht ihr ganz viel Zeit dafür. Natürlich je nach Fahrzeuggröße, mehr oder weniger. Wir gehen davon aus, bei so einem VW T6-Kastenwagen braucht man so ungefähr 300 Stunden Zeit. Und zwar ohne die ganze Planung, die dahinter steckt und auch ohne die Beschaffung zum Baumarkt fahren, wieder zurückbestellen, zurückschicken. Das ist alles nicht dabei. Also es gehen einige Wochenenden bei drauf und natürlich bei größeren Fahrzeugen noch viel mehr. Thema Werkzeug. Für mich ein emotionales Thema. Man braucht wirklich sehr viel Werkzeug dafür. Verschiedene Werkzeuge für die Holzbearbeitung, für die Metallbearbeitung, natürlich für die Elektroinstallation. Da ist so einiges Spezielles dabei und auch viel Standard. Gibt es meistens alle im Baumarkt. Die teureren Sachen kann man sich meistens leihen, auch von den Baumärkten. Oder man fragt einfach im bekannten Preis ein bisschen rum. Der Platzbedarf. Ja, nicht alle haben eine schöne Halle oder eine Garage vor der Haustür, in der man seinen Camper richtig schön über den Winter ausbauen kann, die vielleicht sogar beheizt ist. Wenn man das nicht hat, ist es auch nicht unbedingt schlimm. Man muss sich nur ein bisschen, der Planungsaufwand ist ein bisschen größer und der Zeitaufwand ist auf jeden Fall größer, weil man muss einfach die Sachen, wenn man Dreck macht, muss man einfach jedes Mal sauber machen, damit man es halt nicht, damit es dann nicht draußen rumfliegt, wenn es regnet oder so. Genau. Wichtig ist natürlich, dass man Wetter dabei hat, wenn man jetzt einen Fensterausschnitt macht, dass es dann nicht in das Auto regnet. Manchmal ist es halt auch wichtig, so Kleber müssen halt besonders aushärten in gewissen Bedingungen. Das muss man also alles ein bisschen auf dem Schirm haben. Wichtiger Punkt ist noch, es ist manchmal ziemlich laut. Also wenn man so einen Fensterausschnitt sägt oder auch mal die Kreissäge anschmeißt, das mögen die Nachbarn nicht so gerne vielleicht, wenn man den gerade in der Mittagspause das anmacht. Oder man hat sowieso kein Problem, weil man irgendwo auf dem Gewerbegebiet das macht. Die Erwartungshaltung ist natürlich ein Riesending.
Wenn ihr jetzt kein Schreiner seid, dann dürft ihr nicht davon ausgehen, dass am Ende eure Möbel vom Schreiner sind. Ja, das ist einfach so. Das heißt, so wie ihr sie baut, so sehen sie aus. Und mit den Werkzeugen, die ihr habt, zur Verfügung habt, so sieht es halt am Ende aus. Kann man eigentlich nur sagen, dass man sich realistische Ziele stecken sollte, eine gute Planung macht und dann wird das auch was. Ansonsten zersägt ihr nicht nur das ganze Holz, sondern halt auch die Zeit. Das Herzstück eures Campers wird das Basisfahrzeug sein. Deswegen braucht es schon ein paar mehr Gedanken, um sich für das richtige Fahrzeug zu entscheiden. Auf der einen Seite habt ihr euch ja schon mit dem Budget und dem Konzept beschäftigt und wisst schon grob, in welche Richtung es gehen soll. Aber nochmal vorab, es gibt grundsätzlich vom PKW mit Dachzelt bis zum LKW eine Vielzahl an Möglichkeiten, was für euch als Basisfahrzeug in Frage kommt. Ich möchte euch jetzt mal vielleicht ein paar Beispiele nennen für die gängigsten Fahrzeugarten. Das wäre zum Beispiel A, der Minicamper, ein Caddy, ein Berlingo. Also ein Fahrzeug, was eigentlich so gut wie ein PKW ist, mit etwas mehr Freiheit oder Luft über dem Kopf. Wohl der Klassiker ist und bleibt der Flachdachtransporter, das ist der Lieferwagen mit Flachdach. Das ist so, wie man hier sehen kann. Man hat zwar keine Stehhöhe, aber ein Bett mit 2 Metern passt rein und vielleicht sogar eine Küchenzeile oder ähnliches. Wer ein bisschen mehr Platzbedarf hat oder einfach mit mehr Personen unterwegs sein möchte, für den bleibt immer noch das Hochdach, also ein Kastenwagen, wo man einfach drinnen stehen kann, als Option übrig. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der Alltagstauglichkeit. Weil mit einem PKW ins Parkhaus fahren ist ideal. Auch mit Dachzelt kommt man meistens sogar noch unter die 2 Meter, die ihr in den meisten Tiefgaragen drin habt, kommt man noch rein. Mit dem Flachdach auch noch kein Problem, wobei da bei der Länge des Radstands schon mal bei der Rampe jeweils mal ein Problem auftauchen kann. Aber sobald ihr mit dem Hochdach unterwegs seid, müsst ihr einfach bedenken, dass ihr anders parken müsst wie mit einem Smart in der Innenstadt. Also wenn ihr in der Innenstadt wohnt, überlegt euch, ist es euer Zweitauto oder ist es euer einziges Auto, mit dem ihr unterwegs seid und habt ihr die Möglichkeit entsprechend das Auto zu parken, über den Winter einzuwintern. Ein weiterer wichtiger Punkt sind auch die baulichen Veränderungen. Wenn ihr nicht den Luxus oder den Vorzug habt, ein Neufahrzeug zu kaufen und nach euren Wünschen zu konfigurieren, bleibt euch der Gebrauchtmarkt. Und diese Fahrzeuge, die meistens ausgebaut werden, sind einfach Nutzfahrzeuge. Das bedeutet, sie sind nicht dafür konzipiert, dass mal ein Camper draus wird, sondern sie sind zur Arbeit gemacht. Wir haben vorne drin eine Doppelsitzbank, damit der Lehrling auch mitkommen kann. Im Ladebereich sind keine Fenster vorhanden. Und ihr habt zum Teil auch noch Trennwände, die die Fahrerkabine vom Rest des Laderaums abtrennen. Für alles gibt es eine Lösung, dafür müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber sprecht es einfach vorher ab mit eurem Gutachter oder der technischen Prüfanstalt, die für euch verantwortlich ist, damit ihr am Ende nicht, sagen wir mal, vor gegebenen Fakten einfach euch immer die Tür vor der Nase zuschlägt. Last but not least ist auch noch der Zustand ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil ihr werdet sehr viel Zeit in dieses Auto reinstecken und auch viel Geld, wenn man, je nachdem wie ihr es ausbaut. Aber am Ende des Tages, wenn euch das Fahrzeug unter dem Hintern wegrostet oder der Turbo oder hier geht, ist es einfach besser, wenn ihr vielleicht etwas mehr am Anfang investiert, um später etwas weniger Sorgen zu machen. Und eigentlich wollte ich den letzten Punkt schon genannt haben, aber ich habe es fast vergessen und das ist der wichtigste Punkt, das Gesamtgewicht eures Fahrzeugs. In der Regel werdet ihr nicht mit einem LKW rumfahren, wenn ja, herzlichen Glückwunsch, wenn nein, ist die 3,5 Tonne. Die 3,5 Tonnen sind dann eure magische Grenze. Und das bedeutet, was kriegt ihr aus 3,5 Tonnen raus? Eine gewisse Nutzlast. Und das ist das, was euch übrig bleibt. Und für den Möbelbau, für den ganzen Umbau, Wasser, Ladung, alles, was ihr reinbekommt, als Gewicht zu vermerken. Ihr müsst doch bedenken, ein kleineres Fahrzeug wie ein T6 zum Beispiel hat eine gewisse Nutzlast und die liegt in der Regel bei 800 bis 900 Kilogramm. So ein Ausbau wiegt dann 250, wenn ihr es sehr leicht gestaltet, und bis zu 400 Kilogramm, wenn ihr wirklich eine vollwertige Küche drin habt. Bedenkt, bei einem Hochdach, wenn ihr dann viel mehr Möbel einbaut und auch viel mehr Wasser zum Beispiel mit euch nehmt, dann ist die Nutzlast zwar fast dieselbe wie bei dem Fahrzeug, aber ihr habt einfach viel mehr Gewicht, was davon abgezogen wird. Und ihr solltet einfach schon darauf achten, dass ihr mit einer Nutzlast von 300 bis 500 Kilo am Ende rauskommt mit dem vollen Ausbau, wenn er gewogen ist, damit ihr ohne Bedenken in die Ferien fahren könnt. Und wie gesagt, vertraut eurem Bauchgefühl, ihr müsst am besten Bescheid wissen, was ihr braucht, und ihr werdet schon das richtige Fahrzeug für euren tollen Camper finden. Ihr glaubt, diese Checkliste reicht aus, um einen Camper auszubauen? Nein, weit gefehlt. Bei der Planung dieses Ausbaus wird es einfach noch um einiges lustiger. Also viel Spaß dabei und bleibt dran. Bis dann.